Hallo, schön bist du mit dabei und begleitest mich auf meiner turbulenten Reise rund um das Thema Politikdialog für nachhaltige Entwicklung. Heute suchen wir nach Antworten, wie Entwicklungszusammenarbeit gelingen kann, wie NGOs Einfluss auf die Politik nehmen und was ein Spannungsfeld damit zu tun hat. Lass uns zusammen Klarheit schaffen, denn mir geht es genau gleich wie dir. Überall super komplizierte Wörter und eine Reizüberflutung an Informationen. Und ehrlich gesagt, mein aktuelles Wissen über die ganzen politischen Angelegenheiten. Naja, Überblick ist was anderes. Bevor wir uns auf ins Ausland machen, bleiben wir doch vorerst noch in der Schweiz. Denn hier ist die Dachorganisation Allianz Sud zu Hause. Ihr unterstellt sind die 6 Non-Profit-Organisationen. Man kann sich diese auch vorstellen wie eine große Familie. Es gelten gewisse Richtlinien des Familienoberhauptes und Sie können jederzeit von ihr auf Unterstützung zählen. Alle zusammen engagieren sich sowohl in der Schweiz als auch im Ausland. Hä? Ausland? Wieso das? Jedes Land ist doch eigenständig und kann tun und machen, was es will, oder? Nun, wenn man sich das genauer anschaut, wird einem klar, dass NGOs mehr als notwendig sind. Denn sie setzen sich für eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen ein, so Swiss Aid. Helvetas erklärt, unser Ziel ist eine gerechte Welt, in der alle Menschen selbstbestimmend in Würde und Sicherheit leben, die natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen und zur Umwelt Sorge tragen. Und Allianz Sud macht klar, dass man dies nur erreichen kann, wenn auch in der Politik mitgewirkt wird. Oftmal entsteht aus lokalen Entwicklungsprojekten in den Gemeinden eine Überschneidung mit dem jeweiligen nationalen Gesetz. Hier haben die NGOs die schwierige Aufgabe, Neutralität zu wahren, sich jedoch auch politisch für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen. Schließlich soll das Ganze ja friedlich ablaufen und nicht im Krieg enden. Richtig taffe Menschen, die da als NGOs arbeiten. Um Konflikte zu vermeiden, können diese sich an folgendem Vorgehen festhalten. Zunächst wird der Dialog gesucht und im besten Fall das gleiche Ziel verfolgt. Sobald das Problem erkannt wurde, kann eine Konkretisierung des Handlungsbedarfs vorgenommen werden. Mit Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort und Verschmelzung mit neuer Technologie werden neue Ansätze geschaffen. Zu guter Letzt ist es wichtig, den Betroffenen vor Augen zu führen, welche Vorteile die Umstrukturierung für die Zukunft bringt. Einerseits wollen die NGOs also ihre Neutralität bewahren, gleichzeitig möchten sie aber auch ihre Anliegen durchführen. Deshalb verschaffen sie sich politisches Gehör. Doch wie erreichen sie das eigentlich? Dafür entscheiden sich die NGOs entweder für einen Inside- oder Outside-Route. In der Regel wird die Inside-Route gewählt. Das bedeutet, dass die NGOs bereits weiß, wie sie Zugang zu den Politikern erhält. Dies kann dann der Fall sein, wenn sie zuvor schon mehrmals mit der politisierenden Person zu tun hatte. In dieser Inside Route wird nun versucht, mittels Lobbying das Anliegen an die Politiker zu bringen. Halt, stopp! Was ist denn mit Lobbying überhaupt gemeint? Mit Lobbying werden Gespräche zwischen der NGO und dem Politiker unter vier Augen oder mit mehreren Personen an runden Tischen bezeichnet. Falls die NGO den Politiker, mit welchem sie über ihr Anliegen sprechen möchte, aber überhaupt noch nicht kennt, kann es vorkommen, dass dafür ein Apéro im Bundeshaus organisiert wird. Für Gespräche unter vier Augen ist es auch üblich, dass sich die Personen zu einem Abendessen verabreden und sich dabei über das Anliegen austauschen. Im Allgemeinen ist dabei zu betonen, dass die Inside Route unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Das bedeutet, dass keine Medien dabei sind. Lobbying erfüllt also im Wesentlichen drei Punkte. Dadurch vertreten Auftraggeber, in unserem Falle die NGOs, ihre Interessen. Lobbying ist der Austausch von relevanten Informationen, welche für beide Seiten nützlich sind. Und sie zeichnet sich durch informelles Vorgehen aus. Das heißt, ohne Anwesenheit der Medien. Um mit Lobbying überhaupt erfolgreich sein zu können, müssen einige Grundbedingungen eingehalten werden. Die Basis dafür ist die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Denn Vertrauen ist abhängig von Glaubwürdigkeit und sie ist ihrerseits abhängig von vertrauenswürdigem Handeln. Diese müssen selbstverständlich von beiden Parteien erfüllt werden. Um mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, sind die NGOs oft als Experten tätig.
Dadurch ist es auch für Politiker interessant, sich mit den NGOs zu treffen. Denn dies bedeutet, dass die NGOs einen Informationsvorsprung durch Zugang zu lokalen Bedürfnissen und Begebenheiten gegenüber den Politikern haben. Richtiges Timing ist eine weitere Grundbedingung für erfolgreiches Lobbying. Die NGOs müssen die parlamentarischen Prozesse kennen. Dies bedeutet, dass sie wissen, wann sie ihre Argumente vorbringen können, bevor es zu spät ist. Die Outside-Route wird hingegen gewählt, um öffentlichen Druck aufzubauen. Dies geschieht beispielsweise, wenn die NGO mit den Politikern nicht ins Gespräch kommen oder dafür keine Zeit mehr bleibt. Da diese Form der Einflussnahme die Medien mit einbezieht und das Anliegen der gesamten Bevölkerung ans Herz getragen werden soll, ist dies mit sehr hohem finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Denn dabei muss vorerst überhaupt abgeklärt werden, ob das Anliegen in der Bevölkerung Anklang findet und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich der Aufwand überhaupt lohnt. Ich bin nun etwas verwirrt. Geschieht nun die Einflussnahme der NGOs auf die Politik im In- oder Ausland? Sie streben an beiden Orten einen Einfluss an. Aufgrund des Aufwandes und des Standortes der NGO wird die Outside Route, wenn überhaupt, nur im Inland angewendet. Denn eine neutrale NGO sollte sich im Ausland nicht politisch auf eine Seite stellen. Die Inside Route kann aber an beiden Orten angewendet werden. Der Unterschied vom Inland zum Ausland besteht jedoch dabei, dass sie im Inland aktiv Gespräche mit den Politikern sucht, wogegen sie im Ausland mehr die Funktion als Experte und Berater von Organisationen wahrnimmt und ihr dabei hilft, Strategien zu entwickeln, damit die Organisation an ihr Ziel gelangt. Wenn eine NGO nun indirekt in der Politik mitsprechen möchte, birgt das doch bestimmt auch Konfliktpotenzial. Wie geht die NGO damit um? Da hast du völlig recht. Grundsätzlich entsteht durch den gewollten Einfluss auf die Politik automatisch ein Spannungsfeld mit ihr. Ganz unabhängig, ob im Inland oder Ausland. Das Problem dabei ist, dass die NGO politischen Einfluss möchte, sie selbst aber keine Partei ist. Diese Spannung wird gelöst, indem sie Funktionen als Berater und Experten einnehmen oder auch Projekte aus der Politik gleich selbst durchführen. Dies erlaubt ihnen, den Puls der Entscheidungsträger zu fühlen und in der Politik mitzuwirken. Wow, vielen Dank! Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich.